Hier ist ja nichts verschoben. Die stehen da. Das ist hier auch klar zu schon. Eine Runde. Oh, Olaf Schauerkau.
dann wird es nicht mehr scheitern. Er hat uns Glück, wenn er in einem anderen Auto sitzt, wenn er einen großen. Du hast das vielleicht noch Glück und kannst einen enormen Anschlag sozusagen noch verdauen und es darf es trotzdem. Welche Spannung, die er erst damit noch macht. Jetzt gibt es eine richtig kleine Kette. Der Weitwurte, rote Nummer, Kauke. Ja, er trifft jetzt nochmal richtig. Ja, vielleicht auch auf den eigenen Schützenleiter. Und hinterher kriegt er die beiden Kodas. Der hat bei den Schützen aufgeschlossen. Eingebremst Matthias Nahle, der von Thomas Hausen nicht aufgehalten wurde. Jetzt wird ein Ritt über die Linie. Und jetzt steht die Kerbold. Respekt für diese grandiose Leistung auf dem Ziel und damit den ersten Sieg für dieses Auto. Eine tolle Demonstration der jungen Deutschen mit 25 und 23. Beide, und da sage ich einfach mal vielen Dank an die Jungs, die dafür verantwortlich sind, von der ADFC Stiftung Sport unterstützt. Da hat man nicht die Falschen ausgewählt. Tolle Sache, zwei ganz nach vorne, der deutsche Meister Matthias Nahle. Der hat sich hier einfach mit Platz 3 begnügt. Der hat die jungen Leute.